Ich glaube, das war jetzt erstmal alles, was wir soweit hier in der Raumstation holen können. Ich würde sagen, wir gehen einfach da mal irgendwo auf den Planeten und schauen mal noch so ein paar Kleinigkeiten, was es neu gibt. Und dann spielen wir einfach noch ein bisschen. Einfach noch ein bisschen spielen. Was ich allerdings noch zeigen wollte, ist, ich habe ja eigentlich den Weg des Atlas schon abgeschlossen. Wird mir aber als Primärmission jetzt wieder angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt abschließen kann oder nicht. Dann diese Weltraumanomalien. Das ist auch so ein Ding, das kann man irgendwie auch nicht wirklich abschließen, weil ich habe es jetzt immer und immer wieder schon gemacht. Die geben einem immer wieder eine neue Technologie beziehungsweise irgendwas Cooles, Neues, was man mal gebrauchen kann. Also die haben seltene Technologien. Ich glaube, weil halt mittlerweile schon wieder alles resettet wurde, kann ich das auch schon wieder machen. Wahrscheinlich deswegen. Bin mir aber nicht sicher. Und dann haben wir jetzt natürlich noch diese Mission, wenn ihr euch daran erinnern könnt, bei dem letzten Update kam ja sowas wie eine Art Story-Modus dazu. Und da bin ich jetzt auch schon ziemlich weit. Und da bin ich jetzt kurz davor, Portalcodes zu knacken. Also das könnten wir dann auch nochmal machen. Weil dann können wir eventuell Portale benutzen. Ja, aber wie gesagt, wie genau das Ganze ist, müssen wir uns einfach mal angucken. Dann haben wir natürlich noch unsere Sekundärmission, wo ich immer noch dran sitze. Ausbau deiner Basis. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ein Konstruktionsterminal bauen. Da können wir dann vielleicht auch demnächst mal weitermachen oder so. Oder mir hilft einfach jemand, der auch No Man's Sky hat. Wer weiß, mal gucken. Ja, und dann halt, wie gesagt, ich habe eine neue Technologie gelernt, aber da fehlt mir halt... Oh, das könnte man eigentlich gerade mal machen. Ich brauche nämlich einen... Was brauche ich da? Ich brauche... Ionenakku. Genau, ich brauche einen Ionenakku. Genau. Ich brauche Ionenakku. Einen konnte ich herstellen, aber dann ist mir der Kobalt ausgegangen. Unser Jetpack haben wir immer noch. Funktioniert auch gut. So, jetzt gucke ich mal, was es hier gibt. Die Dinger sind normalerweise nicht so billig. Aber egal. Weil dann kann ich euch vielleicht mal den Schild zeigen, den es dann gibt. Das machen wir dann auf dem Planeten. So. Gegenstände vom galaktischen Netzwerk kaufen. Ionenakku, was kostet... Oh, die sind ja... gehen eigentlich voll. Ich habe jetzt die eigentlich viel teurer geschätzt. Naja, gut, dann kaufen wir mal. Warte, ich brauche sowieso... wie viel brauche ich denn? Ja, ich kaufe erstmal nur einen. Ich kaufe mal einen. Ich weiß, ich bin voll geizig, aber... Wir können hier gucken, was es sonst noch so gibt. Gut, wir hätten auch Kobalt kaufen können, aber ihr seht, einmal Kobalt kostet genauso viel wie... Der kostet mehr als so ein kompletter Ionenakku, aus dem Kobalt. Boah, das ist echt Wahnsinn. Also da muss man echt gucken, wie das mit der Wirtschaft ist. Ja, chromatisches Metall. Mhm. Was zum Geier ist das denn? Straßenköterbronze? Ich kenne nur Katzengold, aber Straßenköterbronze? Finde ich cool. Das mag ich. Okay. Stickstoffsalz. Die Wasserstoff. Okay, gut. Wir haben... So. Wir haben... Wo ist mein Anzug? Da. Wir haben zwei Ionenakkus. Gut. Eigener Schild. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wie war das? Eigener Schild. Wo musste ich das einbauen? Multiwerkzeug eigentlich, oder? Ja. Was fehlt? Technologiemodul. Haben wir. Kein Problem. Wo habe ich die? Da habe ich sie. Hier. Ich habe so viele Technologien, musste ich zerlegen. Da. Ich habe mehr als genug davon. Und guck mal. Diese 10 Stück hier sind 500.000 Units wert. Und ich habe davon... ich habe hier eine Million liegen. Hier eine Million. Und da nochmal eine Million. Also ich hätte hier nochmal 3 Millionen allein an dem Scheiß, was da rumliegt. Das ist heftig.
Das ist echt heftig. Und wir haben hier noch Treibstoff. 100.000. Der ist 100.000 wert. Ja gut, es sind 100 Tonnen. Ja, aber das ist ja gar nichts. Krass. Krass. Boah, da kann man echt gut Geld mitmachen. Bin ich jetzt gerade mal ein bisschen geflasht, aber kann man echt gut Geld mitmachen. So, wir haben hier noch Navigationsdaten. Die schicke ich jetzt einfach kurz rüber an Frachter. Flupp. So, und ich brauche ein Technologiemodul. So, da. Objekt übertragen. In den Exo-Anzug. Was? Raumschiff nicht Reichweite. Du verarscht mich jetzt. Naja, gut. Ich weiß aber zumindest, dass ich jetzt alles habe. So, das heißt, wir holen mal schnell unseren Frachter hierher. Dann machen wir das und gehen dann mal kurz auf den Planeten ein bisschen chillen. So, wir können ja unsere Frachter zum Glück einfach so rufen, das ist ja echt geil. Aber das hier war der böse Planet, oder? Weil ich meine, welche waren das? Ich muss gerade überlegen, welcher der böse Planet war, weil es gab einen Planeten, der war echt ein bisschen scheiße. Ich glaube, auf dem Planeten war ich noch gar nicht. Oder doch. Ich bin immer so ein bisschen am gucken, weil irgendwo gab es auch einen Planeten, ich glaube, auf dem war ich noch gar nicht. Ich müsste aber lügen. Was ist da hinten eigentlich? Was ist das Rote? Ach so, das ist meine... Ja, gut. Holen wir mal unsere Flotte her, oder? Achso, ich muss ja erst ein Stückchen hier weg. Das geht ja sonst nicht. Lalala. So, jetzt müsste es gehen. Jawohl. Nein! Willst du mich jetzt verarschen? Jawohl. Zack. Aber meine Fregatte ist noch nicht da. Die beschädigte. Das nervt mich ein bisschen, dass der die ganze Zeit steht beschädigt. Wir müssen die doch mal irgendwie hierher holen, irgendwie reparieren können. So, aber ich muss da erst mal rein. So. So, ich muss noch nicht mal raus aus meinem Inventar, glaube ich. Denn ich kann ja einfach von hier aus, glaube ich, mir einfach mal so ein 10er rüber snacken, oder? Sollte gehen. Ja. Gut. Ach, ich kann ja nur 5er stacken. Merkwürdigerweise. Hier kann ich nur 5er stacken. Na, egal. Egal. So, Multiwerkzeug. Eigenes Schild. Wo macht man das am blödsten hin? Probieren wir es einfach mal. Ich weiß gar nicht wo. Könnte man das mal probieren? Einfach mal hier, oder? Ja. Komm, eigenes Kraftwerk. Ist installiert. So. Und das testen wir dann gleich mal auf dem Planeten. Aber vorher will ich noch schnell die hier wieder loswerden, weil die brauche ich jetzt eigentlich nicht. So, die schicken wir wieder zurück in den Frachter rein. Den ganzen seltenen Kram hier, ich weiß gar nicht. Brauche ich nicht. Ich brauche noch Cadmium. Ich muss meinen Emeril-Hyperraumantrieb muss ich wieder reparieren. Der ist beim letzten Sprung durch ein schwarzes Loch ziemlich in den Arsch gegangen. Ziemlich. Aber egal. Kriegt man schon wieder hin. So. Gut. Jetzt bin ich gerade mal kurz am Überlegen. Ja. Ein Sprung ins Dunkel. Genau. Das ist mal die Mission, die ich jetzt angenommen habe, da zum Portal knacken. Das könnten wir im Prinzip auch gleich mal machen. Wenn ich denn... Oh, nein! Ah, scheiße! Abbrechen! Was? Man kann es andocken, nicht abbrechen. Aber ich wollte umdrehen, weil wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Ja, so, jetzt sehen wir nochmal eine schöne Startanimation. So, raus da. Jawohl. Au, da bin ich hängen geblieben. So. Normalerweise wird es einem jetzt irgendwo angezeigt. So, da, auf dem Planeten, genau.
Ich habe übrigens auch eine neue Kanone für mein Schiff. Ich hatte ja vorher immer den Phasenlaser. Den habe ich immer noch. Mit dem wir schön Asteroiden abfahren. Dann habe ich hier noch meine Photonenkanone. Und jetzt habe ich noch sowas wie eine Schrotflinte fürs All. Den Positronenwerfer. Der allerdings doch ein paar Soundbugs hat. Was? Flüchtiges Kampfgehen. Weitgehend ungefährlich. Kopfgeld für 100.000? Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich will mal zu der beschädigten Fregatte. Achtung, Soundbugs. 3, 2, 1. Ich will jetzt mal wissen, was mit unserer beschädigten Fregatte ist. Ob ich die selber reparieren muss oder nicht. Weil irgendwie wundert mich das jetzt gerade ein bisschen. Oh, was? Flüchtiges Kampfschiff, gefährlich. 200.000 Euro. Großschiff in der Nähe. Ey. Das ist unsere Fregatte. Die sieht ein bisschen mickrig aus. Ach so, ich kann da drauf landen. Wir brauchen Hilfe eines Freundes, reisender Freund. Unser Schiff ist beschädigt und wir können es nicht alleine reparieren. Du wirst helfen? Also gut, Schadensbericht. Okay, was? Reparaturdrohnen erreichen Störungsschwelle. Kernsysteme in Gefahr. Manuelle Reparatur erforderlich. Ja, dann zeig mal. Und jetzt? Ist der jetzt wieder repariert oder was? Hä? Hat es das jetzt abgebrochen? Ja, Olli, finde ich auch. Zurzeit, also es ist... Wir waren noch nicht mal auf dem Planeten, wohlgemerkt. Wir waren noch nicht mal auf dem Planeten, also da geht noch ein bisschen mehr. Die Planeten und so, das haben sie jetzt auch alles etwas noch ein bisschen verfeinert, sage ich mal. Alles noch verfeinert. So, beschädigte Komponenten markieren. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ach so. Ach nee. Ich kann... Ist ja geil. Ich kann jetzt hier auf der Fregatte rumeiern. Okay, das wusste ich selber nicht. Das ist ja mal mega nice. Ach du Scheiße, was ist denn hier jetzt alles verreckt? Oje, oje, oje. Das muss man auch noch manuell selber reparieren, das ist ja krass. So, was brauchen wir denn da? Reines Ferrit. Okay, haben wir dabei. So, gut, der ist wieder tutti. Zum Glück habe ich immer so ein bisschen von allem dabei, also. Also, hier geht es nicht lang. Da unten in der Ecke, seht ihr es? Die beschädigten Frattenkomponenten reparieren. Station repariert. Prozent current, Prozent slash 2. Ja. Geteilt durch 2. Genau. Wo müssen wir denn... Wo sind denn die anderen Komponenten? Die wurden mir doch hier irgendwo angezeigt. Ach da. Wie komme ich denn da hin? Warte mal. Muss ich jetzt mal selber gucken. Wie komme ich denn da hin? Ah, okay, okay, okay. Schon kapiert, sorry. Du Helge. Laufe ich hier gerade durch Todesstern oder was? So, was brauchen wir hier? Eine Frachtkapsel. Gold und Silber. Eieieiei. Ja, zum Glück habe ich das ja auch. Ist ja kein Problem. So, Gold und Silber haben wir auch. Gut, die Frachtkapsel ist auch wieder fit. Aha.
Prozent Current, Prozent Slash 1. Ich glaube, das müssen sie nochmal ein bisschen nacharbeiten. Cool. Oh, cool. Das ist... Irgendwie ist es ja richtig nice. Der Antriebskern. Oh je, was braucht der? Platin. Haben wir auch. 5 Stück, kein Problem. Na, also... Ich würde sagen, der läuft wieder. Ja, da muss der Meister erstmal Hand anlegen hier. Ich bin der Meister ölig und was nicht flutscht, das ölig. Meister fröhlich, sorry. Ich bin der Meister eilig und was nicht passt, das feilig. Jawohl. Cool, damit ist die TC Rikimaru wieder einsatzbereit. Geil. Ach ja. Wenn man nicht alles immer selber macht, ne? So. Ja, ja, flüchtiges Kampfschiff. Ich muss schon sagen, von der Optik her ist die ja irgendwie cool. Vor allem passt die farblich halt echt mega zu uns. Zumindest zu mir. Ich mag das voll. So, wo ist denn das flüchtige Kampfschiff? Hä? Kommen die auf mich zu? Wie weit ist denn der entfernt? Ach, nur 8 Stunden, wenn ich mit dem Tempo weiterfliege. Geht ja. Wir haben ja Zeit. Nein. So, wir gehen jetzt auf Planeten. Das Coole ist jetzt, man kann ja die Planeten immer schon vorher scannen. So. Da sehen wir zum Beispiel, okay, auf dem Planeten ist radioaktiv. Wir kriegen Uran, Kupfer, Natrium und Gammawurzeln. Das ist auch gut zu wissen, weil man halt wirklich dann abschätzen kann, ist der Planet überhaupt wert zu landen oder nicht. So, und wir nehmen jetzt einen Pulsantrieb, Zielsuchrakete und ab dafür. Nee, jetzt echt? Boah, Gott sei Dank. Feindlicher Scan kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich habe kein Kampfschiff. Mein Cargo-Bob hier ist... Der hat zwar viel Schild, aber der ist kein Kampfschiff. So. Ach ja. Und damit sind wir wieder auf dem Planeten. Das Lustige ist, ich war ja schon so oft jetzt mittlerweile auf diesem Planeten, weil ich seit das Update kam nicht mehr hier weggekommen bin von diesem System. Es gab so viel zu sehen, zu machen, allein schon in diesem System. Das ist echt cool. So, aber wir landen erstmal. So. Gut. Was nämlich jetzt mal die erste Neuerung ist. Wenn wir jetzt den Scanner anmachen, dann sehen wir allein schon mal links viele Informationen allein über den Planeten, wer es entdeckt hat und so weiter und so fort. Wir sehen unsere Mission. Aber wenn ihr hier guckt, da drüben ist eine Kupferansammlung, kann ich mir markieren. Was ist da? Gammagras könnte ich mir markieren. Die Entfernung wird einem angezeigt. Gefährliche Flora. Da wird mir angezeigt, dass da ein Wächter rumeiert. Und das kann ich mir alles markieren. Und dann können wir dort einfach hinlatschen. Das ging vorher nicht. Und es gibt das da. Das hier markiere ich gleich mal. So. Denn da kann ich euch noch was Cooles Neues zeigen. So. So. Wir haben unseren Minenlaser. Moment. So, man kann jetzt hier über das Menü hier, kann man echt alles schnell machen. Man kann mal kurz hier seinen Minenlaser aufladen. Mach ich jetzt auch mal schnell. So. Ja, könnte man eigentlich gleich nochmal ein bisschen. Gut. Aber ich wollte eigentlich... Was war's? Genau, ich wollte die Sekundärwaffe... Wie gesagt, wir können ja jetzt das eigene Kraftwerk... Kraftfeld. So, ihr seht oben links am Bildschirm. Das kann ich gerade ganz blöd zeigen, weil ihr seht ja nicht, wenn ich hinzeige. Aber jetzt, ihr seht oben links am Bildschirm, da habe ich jetzt... Moment, da. Eigenes Kraftfeld. Und das können wir jetzt mit L1, können wir einfach so direkt vor uns ein Kraftfeld machen. Weißt du, wenn wir unter Beschuss stehen, können wir es schnell aktivieren, zurückfeuern, wieder aktivieren und so weiter und so fort. Kann man machen. Ist nicht schlecht eigentlich. Ist ein cooles kleines Gimmick. So.
Auch wenn ich den Plasmawerfer bevorzuge. Aber den Minenlaser, den kennt ihr ja noch. Der ist ja Standard. Und natürlich mein neuestes Spielzeug. Der Terra-Manipulator. Der heißt wirklich so. Und zwar können wir jetzt damit... Und dazu gehe ich mal hier rüber. Wie weit ist denn der entfernt? Ja, geht. 200 Meter. Oder 200 U. Ich weiß immer noch nicht, was U bedeutet. Aber es ist 200 U. Und guck mal, was wir hier haben. Das ist Juxovid. Das ist alles die Wasserstoff. Das Zeug, mit dem wir da den Treibstoff für unsere Fregatten herstellen können. Und wie gesagt, den gibt es hier wie Sand am Meer. Also... Ich nehme auch gleich mal wieder ein bisschen was mit. Es ist mittlerweile echt, also es ist, ich sag mal so, es ist immer noch sehr komplex, aber doch irgendwie ein bisschen geiler geworden. Und das gefällt mir so an dem Update. Weil vor dem Update war alles sehr, sehr überladen. Es gab so viele Rohstoffe, dass man den Überblick verloren hat. Mittlerweile kann man echt sagen, ein bisschen Feinschliff und Ebola, alles ist gut. So, davon jetzt mal ein bisschen was mitgenommen. Gut. Es gibt alle, es gibt immer noch diese Kristalle hier. Und das ist jetzt kein Plutonium mehr, das ist verdichteter Kohlenstoff. Ja. Ist wahrscheinlich genau das gleiche, nur eine andere Bezeichnung. Ich bin kein Chemiker, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Was aber wirklich, wirklich geil ist, dank dem Scanner können wir jetzt Sachen wie das hier zum Beispiel uns angucken. Und dann sehen wir links Primärelement Kohlenstoff. Und wenn wir es zerlegen, bekommen wir auch ein bisschen Schwefelin dazu. Man sieht jetzt sofort, was man bekommt, wenn man Sachen zerlegt. Wie zum Beispiel den Stein hier. Wir bekommen Ferritstaub, also Eisen, und Uran. Weil wir auf dem Radioaktivplaneten sind. So, aber... Ihr seht ja schon, da steht... Vergrabenes Technologiemodul. Und früher konnte man ja nur Löcher graben, indem man mit dem Plasmawerfer im Boden geschossen hat. Jetzt haben wir ja unseren Terra-Manipulator. Ja, und jetzt kann ich einfach... So, dann habe ich mir jetzt hier einen Tunnel gegraben. So, mal gucken, was wir hier haben. 26 Nanitenau. Klar, warum nicht? Aber, ja, so ein Loch sieht ja scheiße aus, ne? Deswegen können wir auch einfach auf die Alternative wechseln. Und, ja, dann können wir hier noch ein bisschen die Größe ändern. So, ja, da. Und dann machen wir einfach plopp, plopp. Und, et voilà, ist das Loch wieder zu. Man kann jetzt, man kann jetzt Löcher graben, kann die auch instant mit der Größe quasi einfach wieder zumachen. So. Für Leute, die sowas Spaß macht. Also Terraform ist jetzt wirklich komplett möglich. Und das ist echt geil. Also das ist wirklich cool. Vor allem, da man jetzt Basen überall bauen kann. Ich könnte jetzt direkt hier sofort anfangen, mir eine Basis zu bauen. Wenn mir das Terrain nicht passt, passe ich es einfach an. Das ist halt echt cool gemacht. Also es ist echt schön gelöst. Und deswegen war ich halt jetzt auch in letzter Zeit doch wirklich so, ich sag nochmal, fasziniert. Obwohl ich das Spiel ja eigentlich schon wirklich in- und auswendig kannte. Und trotzdem... überrascht es mich immer wieder aufs Neue. Und die haben gesagt, das ist noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Und ich frage mich einfach nur, wie weit soll denn da noch mehr kommen? Also das ist schon echt heftig. Da hat man gerade gesehen, da ist irgendeine Rohstoffader. Aber mein Scanner braucht zu lang zum Aufladen. Ich bräuchte mal so ein Upgrade-Modul. Ja, und auch so, wenn man sich ein bisschen die Details anguckt, alles ist wirklich ein bisschen, ja, detaillierter geworden. Die Weitsicht ist schöner geworden. Es sind so Kleinigkeiten, es gibt weniger so Pop-Up-Geschichten. Es ist alles, ja, ein bisschen smoother geworden, sag ich mal. Einfach ein bisschen smoother. Das ist halt das Schöne. Kenne ich die schon? Ja, die kenne ich.
Das Lustige ist, auf dem Planeten hier gibt es auch irgendwo... Wow. Ja, auf dem Planeten hier gibt es auch irgendwo Tiere, die ich noch gar nicht gescannt habe. Hab's aber noch nicht gefunden. So. Denn wir haben natürlich noch ganz klassisch den ganzen Kram von früher auch. Man kann hier alle seine Entdeckungen hochladen. Man kann jedes einzelne Ding hochladen. Und wie gesagt, ihr seht hier oben 3 von 6 Spezies. Wenn wir es schaffen würden, kriegen wir 300 Units. Den Preis haben sie ganz schön runtergeschraubt. Früher hat man viel mehr bekommen, aber naja. Und man kriegt jetzt auch überall diese coole, lustige, kleine Informationen über den Planeten hier. Die Wirtschaft, Erzverarbeitung angemessen. Hauptlebensform Vykien und Konfliktstufe aggressiv. Das ist, ja, es ist cool, auf jeden Fall. So, ich warte jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen, bis meine, bis mein Schild sich da ein bisschen aufgeladen hat. So, und währenddessen tue ich mal meine Lebenserhaltung wieder aufladen. Die ich natürlich nicht hier aufladen kann, sondern nur, wenn ich zu Fuß bin. War ja klar. So, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Spielen einfach ein bisschen. Vielleicht schickt man später nochmal jemanden auf eine Fregatte, auf eine Mission oder so. Aber das war jetzt erstmal so der gröbste Teil, sage ich mal. Der gröbste Teil vom Update. Bei Basenbau hat sich an sich nur das geändert, dass wir nicht nur unsere Basis jetzt überall hinbauen können, auch unter Wasser, sondern es gibt auch neue Module quasi. Es gibt noch mehr Gänge, Räume, also Kram, was man jetzt bauen kann. Also das ist schon, ja, schon sehr, sehr, sehr komplex. Allein damit kann man wahrscheinlich ziemlich viel Zeit verbringen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie hier die Mission weitergeht. So, wir verstehen kein Wort von dem, was da steht, weil das die Sprache des Atlas ist. Weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht eine Wächterarmee, ein Pfad, der mich zu Artemis führt. Wenn wir uns erinnern, kleinen Wiederauffrischung. Artemis war diese Anomalie, die uns da beim letzten Update da kontaktiert hatte mit Funksprüchen, und dann hat die uns hier und da hingeschickt. Und wir kriegen auch immer wieder mal neue Technologien, wenn wir das machen. Deswegen ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn wir wirklich mal diese Mission, diesen Strang einfach mal abschließt. Ich glaube, dann hat man ziemlich viele Technologien, die man fürs Endgame in Anführungsstrichen braucht. So, wir gucken mal. Ich fühle etwas in der Struktur des Monolithen. Eine Geschichte, eine Vision. Sie brennt sich bereits in meine Augen. Aktivieren. Der Reisende. Der Reisende ist unter dem Schatten eines roten Sterns erwacht. Er floh durch den einsamen Kosmos auf der Suche nach Bestimmung und Bedeutung. Er fand eine Anomalie, eine Abweichung, ein Tor zum Himmel. Weder Gek noch Vykien oder Korvax konnten sie sehen. Nur der Reisende konnte das Portal wahrnehmen. Doch er wusste nicht, wie man durchschreitet. Er verstand weder die geheime Sprache noch die Glyphen. Ja, das kennen wir ja. Er erkannte den Wert der letzten Wahrheit noch nicht. Die letzte Wahrheit. Glyphen. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glyphen vor mir. Sie sind Teil eines Codes, den ich zur Aktivierung des Portals brauche. Bei meiner Abreise erkenne ich eine Drohne in der Ferne. Sie bewegt sich schnell davon. Wo? Wurden wir beschattet? Ich glaube, wir wurden beschattet. Wer beschattet uns hier? So, wahrscheinlich finde die nächsten Portalglyphen. Nächste Portalglyphe? Ist die hier auf dem Planeten? Hey! Was? Ich hab nichts gemacht! Das Problem ist, ich hab meine ganzen Upgrades nicht mehr. Weil das ja alles veraltete Technologie war. Deswegen habe ich jetzt eine ultraschwache Laserknarre.
und kein Automatikzielvisier. Deswegen ist es mir gerade ein bisschen zu blöd, gegen so einen Popelwächter zu kämpfen. So. Portalglyphe. So. Wie lange brauchen wir? 23 Minuten? Ich gebe mal ein bisschen Boost. 14 Minuten? Nee, warte mal. Die ist wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite des Planeten. So, da fliegen wir mal kurz in den Weltraum. Und da kommt eine neue Flotte. So. Mal sehen. Wow. Mal sehen, wie lange wir jetzt brauchen. Aha. Auf einmal nur noch eine Minute, um den Planeten zu umrunden. Aber ich kann ja auch einfach meinen Impulsantrieb verwenden. Und dann dauert es nur noch 2 Sekunden. Und zack. Oh, alles vibriert. Oh, wir stürzen ab. So. Oh, cool. Hey, so ein Gebäude kenne ich noch. Stopp. Land doch mal. Wir müssen auch bald mal wieder unsere Start-Landedüsen mal wieder auffüllen mit irgendeinem Kram. Das können wir dann auch gerne tun. Wisst ihr was? Das können wir eigentlich mal schnell nebenbei machen. Man braucht jetzt nämlich nicht mehr Plutonium, sondern... wie waren die Dinger? Moment. Die da. Raumschiff-Starttreibstoff. Und dafür brauchen wir die Wasserstoff und Metallplatten. Und, das Coole ist, wenn wir in unserem, Exo-Anzug Sachen bunkern, so wie Metallplatten, habe ich jetzt noch ein so ein Raumschiff-Starter-Ding. Das lasse ich auch da drin, weil jetzt kann ich nämlich jedes Mal hergehen und einfach sagen, Viereck, mehr herstellen. Zack, jetzt haben wir 2. Jetzt will ich noch eins. Gut, jetzt haben wir 3. Ja, komm, wir könnten noch eins machen. Ebola haben wir 4. So, jetzt haben wir nur noch eine Metallplatte. Ja, kein Problem. Mehr herstellen. Mehr herstellen. Deswegen, das spart ultra viel Zeit. Dass sie das hinzugefügt haben, ist einfach göttlich. Das ist so göttlich. Früher war das immer, erst eine Metallplatte herstellen, die dann hier hinsetzen. Dann konnte man die nicht stacken. Dann hat man mehr Plätze gebraucht und boah, war das... Boah. Aber mittlerweile, einfach, easy. Und man braucht nur 2. Man braucht 2 von diesen Dingern und dann ist das Raumschiff schon wieder komplett startklar. Und die Startschubdüse ist bei 75%. Toll. Ja. Gut. Dann haben sie das auch erhöht. Früher konnte man ja nur 4-mal landen und starten. Also, da ging dann nicht mehr. Okay, gut. Aber jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Vorrat.